Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind noch im Urlaub, wie ihr seht. Wunderschöner Hintergrund, ne? Ja, ist ein bisschen hell hier. Kann jetzt aber auch nichts dagegen machen, die Sonne scheint und das soll eigentlich auch weiterhin tun. Naja, es gibt ein Schwangerschaftsupdate von mir. Es gibt so einiges zu erzählen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören, wenn ihr bin. Ich wollte das Video auch so ungeschnitten wie möglich machen. Einfach mit euch so ein bisschen über meinen aktuellen Stand zu erzählen und so. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Also, ich bin jetzt in der 24. Woche. Das heißt, Anfang 7. Monat schon. Ganz schön krass. Der Bauch ist ganz schön gewachsen. Ich poste im Moment auch auf Instagram ganz viele Bikini-Fotos, weil ich ja auch hier im Urlaub einfach nur mit Bikini rumlaufe. Sonst habe ich hier fast eigentlich gar nichts an. Aber das ist so schön. Erst habe ich gedacht, das könnte ein bisschen anstrengend werden und mit der Hitze und so. Und im Sommer schwanger zu sein, ist ganz schön anstrengend. Aber also bisher kann ich nur sagen, ich genieße das total, hier so frei rumzulaufen und den Bauch so in die Luft zu lassen quasi, weiß ich auch nicht. Das ist ein wirklich sehr befreiendes Gefühl. Viel schöner, als wenn man sich immer so einpacken muss. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter in Deutschland ist, aber naja, ich genieße es auf jeden Fall. Natürlich zieht man einige Blicke auf sich, auch am Pool oder am Strand, aber das ist halt so, ne? Damit muss ich leben. Ist das auch egal, ob manche Leute da das vielleicht nicht sehen wollen oder so, dann sollen sie von mir aus auch weggucken. Von anderen kriege ich auch immer gesagt, oh, when it's your due date und so, dann fragen die mich, wann ich denn entbinden soll. Wenn ich dann sage, hier im August erst, dann kriegen die Leute immer solche Augen und denken, oh, okay, das ist ja doch noch ganz schön lange. Also ich muss sagen, ich finde, dass mein Bauch für die 24 Wochen schon ziemlich groß ist. Das habt ihr auch im Titel gelesen, ich habe auch schon die ersten Risse im Bauch. Zeige ich euch gleich hier am Bauchnabel. Ich zeige es euch jetzt einfach. Ich habe mir auch Notizen gemacht, damit ich alles, mich nichts vergesse und euch alles erzähle. Hier hatte ich früher ein Piercing. Und hier ist die Haut sehr dünn. Da ist auch immer noch das Loch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und da hatte ich auch schon nach Louis so leichteres. Und ich glaube, dass die jetzt in der Schwangerschaft auf jeden Fall intensiver werden. Ich sehe das auch, dass die größer geworden sind. Also die gehen so ein bisschen nach oben. Ich bin ehrlich, ich habe Angst davor, dass die groß werden. Letztendlich kannst du nichts dagegen tun. Und wenn es dann so ist, dann ist es auch so. Ich werde mich trotzdem nicht schämen, bauchfrei zu tragen. Aber natürlich habe ich auch Angst, dass es irgendwie schlimmer wird. Ich creme meinen Bauch immer sehr regelmäßig ein. Hier jetzt im Urlaub sowieso. Mit Sonnencreme und abends auch noch mal nach dem Duschen und dann auch noch mal nach dem Bett gehen. Also ich creme wirklich regelmäßig ein. Aber die Spannung ist halt da. Und der Bauch wird ja auch noch um einiges größer. Deswegen glaube ich schon, dass es schlimmer wird. Manchmal ist das so, dass das in der Sonne auch so reflektiert, diese Risse in der Haut. Auch manchmal ein bisschen dunkler aussehen, mal rötlicher. Naja, kann man jetzt auch nichts gegen machen. So ist es halt. Und letztendlich bleibt mir nichts anderes übrig, als damit zu leben. Und bevor jetzt wieder alle schreiben, ist auch alles total harmlos und es gibt Wichtigeres. Ja, natürlich gibt es Wichtigeres, aber ich glaube, jede Mama, die das schon mitgemacht hat, die weiß, was ich damit meine. An sich geht es mir sehr gut. Was jetzt hier so ein bisschen problematisch ist, muss ich sagen, ist mit dem Essen. Das einzige, der Vorteil ist ja, dass wir hier selber kochen und auch unser Essen selber kaufen und zubereiten. Und wenn ich jetzt im Hotel wäre, ich war ja auch mit Alex auf Isla Morada, haben ja auch viele von euch gesehen. Schön, dass euch der Vlog auch so gut gefallen hat. Da war das schon sehr schwer, weil ich eigentlich sehr gerne Obst esse. Und Salat, also ein Salat am Tag muss ich essen oder Gemüse halt. Und da ist das so, wenn du das Obst halt nicht richtig wäscht, dann kann ich es nicht, also ich habe ein schlechtes Gewissen, das zu essen. Außerdem muss man ja auch aufpassen mit Toxoplasmose, also da bin ich auch nicht immun gegen. Ich hatte den Test ja auch gemacht und darauf musste ich dann verzichten, als auch wir auf Isla Morada waren. Und das ist mir wirklich schwer gefallen. Mal so zwischendurch, keine Ahnung, Erdbeere, Blaubeere oder auch die ganzen Smoothies oder Eisgetränke. Das habe ich alles vermieden, weil ich halt auch nicht weiß, was benutzen die für ein Wasser. Du kannst ja hier in Amerika auch nicht das Wasser trinken, was aus dem Kran kommt oder aus dem
aus der Leitung. Und da bin ich dann lieber auf Nummer Vorsicht gegangen und da musste ich mich schon ganz schön einschränken, sagen wir mal so. Also das ist mir sehr schwer gefallen. Und hier achte ich sehr darauf, also ich wasche Obst und so wirklich extrem, weil ja, je größer das der Bauch wird und je größer das Baby auch wird, desto mehr mache ich mir Sorgen. Das war, ich habe mir am Anfang nicht so viele Sorgen gemacht wie jetzt. Also Alex lacht manchmal darüber, sagt mal, jetzt darfst du aber auch nicht hier übertreiben. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich mache mir schon sehr viel Sorgen. So im Laufe der Zeit, immer mehr. Die Kleine ist auch sehr aktiv. Also jetzt seit gestern wieder nicht so, auch im Urlaub war sie jetzt, also auf Isla Morada, da war so ein Tag, wo ich sie kaum gespürt habe und da habe ich mir schon voll die Sorgen gemacht. Ich denke, scheiße, hast du jetzt was Falsches gegessen? Ja, also so ganz ohne Sorgen ist das auch nicht immer. Also, naja. Aber ich habe gelesen, ich habe ja auch so eine App, wo ich immer nachlese, dass sie jetzt in den nächsten 4 Wochen das Doppelte an Gewicht zulegen wird und ich glaube einfach, dass sie auch zwischendurch so ein bisschen Ruhe braucht und auch wächst. Der Bauch spannt auch teilweise sehr extrem. Manchmal morgens, meistens abends, aber auch manchmal morgens. Gestern hatte ich auch sehr mit Schwindel zu kämpfen gehabt. Abends bin ich einfach auch mega platt. Wir liegen zwar hier überwiegend am Pool, weil Luis da auch mega viel Spaß hat, also ganz, ganz viel am Schwimmen. Überwiegend relaxen wir hier, aber so in der Sonne liegen und die Wärme ist schon, also ich merke das abends schon. Was gibt es denn noch Neues? Mal gucken. Ansonsten, verglichen jetzt mit der ersten Schwangerschaft, kann ich sagen, dass ich sehr gut schlafe. Das war bei Luis gar nicht so. Da bin ich, glaube ich, schon von Anfang an, hatte der Schlaf nachts bei mir aufgehört, weil ich auch ständig auf Toilette musste. Habe ich hier also mit der kleinen Maus gar nicht. Wir haben auch hier die ersten Schuhe gekauft, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich könnte mal auf Instagram gucken, da habe ich sie geteilt. Wirklich total süß. Ja, kurzatmig bin ich. Das fällt mir auch auf. Ist vielleicht euch auch in dem letzten Vlog aufgefallen. Also manchmal muss ich, ich habe gar nichts gemacht und ich muss trotzdem ganz schön Luft holen. Das ist mir so aufgefallen. Das ist der kleine Schatz. Hi! Hallo! Kurz nach dem Urlaub haben wir auch wieder den neuen Ultraschall. Da freue ich mich auch schon mega drauf, weil die jetzt in den 3 Wochen schon sehr gewachsen ist. Ich zeige euch nochmal meinen Bauch. Aktueller Stand von der Seite. Und von vorne. Ja, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie es euch so geht in der Schwangerschaft. Und wie weit ihr jetzt gerade seid. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, dann sehen wir uns im nächsten Video. Es wird auf jeden Fall wieder ein Vlog von hier. Ich glaube, ich nehme heute mal so ein bisschen die Kamera mit. Wir gehen heute Abend essen mit meinen Schwiegereltern. Und genau, bis zum nächsten Video. Tschüss!